Passt. Okay, dann schauen wir uns jetzt quasi an von Business Marmit. Früher versus heute. Früher war früher alles besser, lohnt sich das T-Shirt-Business heute noch? Na, da bin ich gespannt, was er uns erzählt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Servus. Video Oh, auf oh, meinem Kanal. oh. Research Base. Das beste Tool am Markt. Das freut mich, dass er das herzeigt. Wahrscheinlich zerreißt das jetzt gleich, aber freut mich, habe ich schon lange nicht mehr in einem Video gesehen. Im heutigen Video will ich einmal über die Frage sprechen, lohnt sich das noch? Und nicht in dem Aspekt, wo wir es schon oft gesehen haben, was hat man früher verkauft, was verkauft man heute, sondern allgemein gesehen, war früher im T-Shirt-Business wirklich alles besser, als es heute ist? Oder würde ich sogar sagen, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um anzufangen, weil du die ganzen Tools hast, weil du alle Ressourcen hast, die du brauchst, weil du alles weißt über das T-Shirt-Business, was du wissen musst? Und war es vielleicht früher noch ganz anders? Oftmals hört man ja, früher war alles besser, weil man konnte alles hochladen, es hat sich alles verkauft, die Nischen waren nicht überfüllt. Lauter Sachen, die früher viel besser waren, aber es gibt auch Sachen, die heute viel besser sind als früher. Aber was für früher? Von was für einem Zeitraum reden wir hier? Redest du von früher 2019 oder früher 2009 oder redest du von deinem früher von 2020, wo du, glaube ich, angefangen hast oder 2019, keine Ahnung. Das würde mich interessieren. Dein früher ist ein anderes als mein früher. Und wenn jemand von früher ist alles besser redet, dann höre ich eher auf zum Beispiel Christian Heidorn. Wenn der zu mir was sagt, dann, dass früher etwas anders war, dann weiß ich, dann redet er von vor 10, 15 Jahren im T-Shirt-Business. Da kann ich das glauben. Wenn er natürlich von Merch spricht, muss er sagen von 2016, 2017, weil das kann man mit früher sagen, weil früher bei Merch war wirklich alles anders als heute, aber komplett anders. Wenn man denkt, 2017, da war ja, das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen mit dem, wie es heute ist. So, grüß dich R2, hallo. Und genau darüber will ich heute sprechen. Denn die Situation im T-Shirt-Business hat sich wirklich stark verändert. Früher kommen wir, also ich spreche bei früher immer von 2017, ungefähr 2018, da wo Merch bei Amazon angefangen hat. Ah, okay, dann haben wir die Antwort jetzt. Okay, Merch bei Amazon hat 2016, 2017 angefangen. Das wäre halt meines dann. Er redet von 2017, 2018. Die Frage ist, war er da schon dabei? Zu heute, Mitte 20. Weiß er, vor was er redet? Das würde mich immer interessieren. Weiß das jemand von euch? 2022, da war schon eine große Entwicklung oder ist eine große Entwicklung zu sehen. Und deshalb ist für mich die Frage, war früher wirklich alles besser, eigentlich recht einfach zu beantworten. Und genau darauf will ich heute eingehen. Ich habe viele Aspekte dabei. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Wenn es dir gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten. Wenn man einfach dann auch nochmal sieht, naja, was hat sich denn so entwickelt und was hatten die früher noch gar nicht, was haben wir heute vielleicht nicht mehr, was früher war. Und da macht man schon einige interessante Erkenntnisse. Wenn du keines der weiteren Videos mehr verpassen willst, dann lass gerne auch ein kostenloses Abo da. Schreib mir auf jeden Fall einen Kommentar, wie du das Ganze siehst, denn ich bin mir sicher, dass einige von euch das komplett anders sehen. Einige werden mir aber auch zustimmen. Schreib es einfach gerne in die Kommentare, interessiert mich wirklich. Lass uns gerne. Ich schreibe es nicht in die Kommentare, ich mache einfach ein Reaction-Video drauf und lade das hoch. Darüber diskutieren. Wenn du keinen Kommentar schreiben willst, kannst du auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Du findest sie im ersten Link in der Videobeschreibung. Können wir auch dort nochmal im Detail über die Thematik sprechen. Von dem her machen wir gar nicht lang rum, sondern fangen direkt an mit dem Video. Natürlich muss man sich, wenn man darüber spricht, ob es sich noch lohnt, ob man noch anfangen sollte und so weiter, muss man darüber sprechen, was machen denn so die Verkäufe. Dafür habe ich einmal mein Research Base aufgemacht und will von hier jetzt alles einmal aufdröseln. Ganz allgemein gesagt, zu Amazon war der Markt, den wir heute vorfinden, natürlich, oder war der Markt, den wir früher vorgefunden haben, viel kleiner als den Markt, den wir heute vorfinden. Wir haben deutlich weniger Verkäufe im Einzelhandel. Der Online-Boom ging die letzten paar Jahre voran. Und da ist natürlich auch der Amazon-Marktplatz deutlich gewachsen. Leute wissen jetzt einfach, dass sie gute Shirts, gute Hoodies, gute Popsockets, Phonecases und was auch immer mehr auch auf Amazon finden können. Von dem her, die Leute benutzen eigentlich Amazon wie so eine Suchplattform für Shopping und geben nicht mehr bei Google.
Das stimmt wirklich. Man hat, glaube ich, jetzt Jahre gebraucht, um den Leuten zu zeigen, dass es bei Amazon halt jetzt auch diese T-Shirts, Hoodies, Popsockets etc. gibt. Ich meine, sicher hat es das schon immer gegeben mit FBA und den ganzen Zeugs. Aber das braucht natürlich. Ich glaube, gerade in Deutschland war für die Suche nach T-Shirts relevant Google oder die Leute haben Spreadshirt gekannt. Das waren die beiden Sachen. Und das ist auch heute eigentlich noch größtenteils so. Also es gibt, glaube ich, so gut wie niemanden, der jetzt mit dem POD nichts zu tun hat, der sagt, nee, ich kaufe meine T-Shirts nur bei Amazon. Die meisten suchen dann wirklich explizit in Spreadshirt oder in Google nach ihren Sachen. Und ich denke, das wird auch bei Amazon noch lange so bleiben. Oder ja, genau, EMP vielleicht auch noch. Das kann in Deutschland, ist auch noch gerade für den musikalischen Bereich, ist EMP dann natürlich noch drinnen. Die Sachen kennt man. Ich glaube, dass bei Amazon sehr viele einfach mal drüber stolpern und sich das dann dort kaufen. Und das Problem ist ja, dass die Sachen von Amazon halt sehr lange brauchen, bis sie, und das auch nicht alle, bis sie mal bei Google irgendwie unter Bilder in der Google-Suche drinnen sind. Bis dorthin ist wahrscheinlich schon 100-mal von anderen Shops kopiert worden und deine Suchanfrage kommt gar nicht irgendwo auf der ersten Seite vor. Aber schauen wir mal weiter. Google irgendwas ein, sondern man geht einfach direkt auf Amazon, sucht sich da was raus und kauft dann auch direkt auf Amazon. Ist natürlich auch ein großer Vorteil für uns. 2017, 2018 war das zwar auch schon so, dass Amazon da ziemlich groß war. Ist jetzt nicht erst so ein neues Unternehmen, was hochkommt. Aber in den letzten Jahren, gerade auch durch den Online-Boom der letzten 3 Jahre, haben wir einfach da nochmal ein extremes Wachstum gesehen. Was natürlich auch grundsätzlich unsere Verkäufe extrem nach oben pusht. Und damals war Merch bei Amazon natürlich komplett neu. Das heißt, auch Amazon musste hier noch ein bisschen ausprobieren. Wo spiele ich das Ganze aus? Bringe ich die Eigenmarke wirklich über allem anderen? Und wie läuft das Ganze? Und jetzt sehen wir natürlich ganz klar, dass Amazon hier wirklich Merch bei Amazon auch in den Suchalgorithmen ganz nach oben pusht. Die meisten Shirts, die man so online findet, die auf der ersten Seite sind, sind einfach auch von Merch bei Amazon, wenn man speziell nach bestimmten Sachen sucht, wo Merch bei Amazon einfach dafür da ist. Von dem her haben wir da auf jeden Fall einen größeren Markt vorzufinden, als wir es noch früher hatten. Dazu kommt natürlich auch, dass wir viel mehr Marktplätze aktuell haben, als wir sie früher hatten. Wir sehen es jetzt hier, wir haben den amerikanischen Marktplatz, den deutschen Marktplatz, den britischen Marktplatz, den französischen, den japanischen, den spanischen und den italienischen. Ich glaube, dass damals, da kann ich jetzt gar nicht zu 100% sagen, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, dass man nur mit dem amerikanischen Marktplatz angefangen hat und dann kam eben Deutschland und UK dazu. Ich glaube, dann. Ja, genau. Also ganz am Anfang war es so, nur USA und nur Standard- bzw. Premium-T-Shirts. Und von der vom Create-Bereich hat es damals noch nicht wirklich gegeben, aber vom Upload-Prozess, das war die Hölle. Vielleicht suche ich mir mal da irgendwelche Screenshots raus und dann besprechen wir das nochmal. Da Tobi und ich reden wir dann auch mal drüber. Aber das war natürlich am Anfang, hast du gar nichts gehabt. Bei Amazon. Und da waren natürlich die Amerikaner extrem im Vorteil. Die haben sich die konnten sich die Sachen selber kaufen, die konnten es kaufen lassen, sie konnten quasi sich irgendwie mit ein anderes Business aufbauen, indem sie, was ich nicht, für Vereine was dort machen, damit die das dort kaufen können. Sie haben, dort viele gegeben, die dann mit Firmen kooperiert haben, die dann dort ihre Firmen-T-Shirts gekauft haben und. Also die hatten gerade, was das Tier-Up und so betrifft, alles, als das dann eingeführt worden ist, haben die einen extremen Vorteil gehabt gegenüber uns. Obwohl es noch keine Werbung gab, die wir schalten konnten, aber schon alleine das, dass du quasi selbst irgendwie deine Sachen pushen konntest, das war ein enormer Vorteil. Und als dann natürlich Deutschland und UK gekommen ist, also Deutschland war dann natürlich wieder so ein Game Changer für uns, weil wir endlich den Vorteil hatten, den die Amis vorhatten, jetzt halt auf dem DE-Marktplatz und die,
Ich glaube, die Amerikaner sind am Anfang gar nicht zurechtgekommen mit dem DE-Marktplatz, weil einfach die Sprachbarriere so massiv war. Für uns war es halt noch immer leichter, auf Englisch was zu machen, als für die Amerikaner quasi auf Deutsch. Und deswegen sind ja die meisten, die damals dann mit DE voll durchgestartet sind, die haben dann massive Verkäufe gehabt und haben auch dann ihre Tier-Ups sehr schnell bekommen. Dann kam noch irgendwann Japan, die genaue Reihenfolge kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir damals viel weniger Marktplätze, als wir sie heute haben. Von dem ja, die genaue Reihenfolge war USA, dann Deutschland, UK, dann die Frites dazu und dann Japan. Haben wir hier schon mal ein viel weiteres Kundenspektrum, das wir bespielen können, wo wir gezielt Designs dafür machen können, wo wir gezielt einfach Sachen umsetzen können. Das heißt, die potenziellen Kunden für Merch bei Amazon, also für unser Programm, haben sich natürlich vervielfacht und dadurch kannst du potenziell natürlich auch viel mehr Verkäufe machen. Dazu kommen die Produkte. Ja, ihr wisst ja, was für Produkte wir haben. Wir haben das Standard-Shirt, das Premium-Shirt, das V-Neck, Tanktop, Longsleeve, Raglan, Sweatshirt, Hoodie, Popsockets, Phone Cases, Taschen kamen dazu, Kissen kamen dazu und da werden noch viel, viel mehr Sachen kommen wahrscheinlich auf Merch bei Amazon. Von dem wir auch hier haben eine große Produktpalette dazu bekommen, die bei weitem noch nicht am Ende ist. Genauso die Marktplätze sind auch noch nicht am Ende, die wir früher so nicht hatten. Wir hatten einfach ein ganz anderes System. Wir hatten viel weniger Produkte, wir hatten viel weniger Marktplätze und konnten demnach auch potenziell weniger verkaufen, wobei es auch natürlich weniger Kunden gab. Dazu kommt, dass damals das Tier-Level-System noch komplett anders funktioniert hat. Wer es nicht kennt, du hast bei Amazon einfach ein Tier-Level, sage ich mal Tier 2000, da darfst du heute 2000 Designs hochladen und kannst damit, keine Ahnung, ich glaube 64 Produkte auf den unterschiedlichen Marktplätzen und Produkten ausfüllen, vielleicht sind es sogar mehr und hast du eben dementsprechend vervielfacht einige Produkte, die du auf den Marktplatz bringen kannst. Du hast zum Beispiel das Standard-Shirt, was du auf jeden Marktplatz bringen kannst und darüber potenziell auch Verkäufe machen kannst. Das war nicht so, das hat sich 2021 erst geändert. Damals war es so, dass ein Tier-Level 2000 für 2000 Produkte stand. Das heißt, du konntest entweder 2000 Mal das Standard-Shirt auf dem amerikanischen Markt hochladen oder hast dich dafür entschieden, ich lade 1500 Standard-Shirts auf dem amerikanischen Markt hoch, dann nochmal 100 auf dem deutschen, 100 auf dem britischen, 100 auf dem französischen, dann vielleicht noch 200 Hoodies dazu auf dem amerikanischen Marktplatz. Und so musstest du wirklich aufpassen, welche Produkte bringe ich wohin. Was natürlich dazu führt, dass viel weniger Produkte von dir dann am Ende auf dem Marktplatz bei Amazon sind. Jetzt hast du einfach die Möglichkeit, im Tier 2000 Designs hochzuladen und dann die auf alle Marktplätze, auf alle Produkte zu bringen und dadurch potenziell natürlich nochmal viel mehr Verkäufe zu machen. Als das war ja am Anfang, als es nur den US-Markt gab und nur quasi T-Shirts, also das Standard und das Premium, haben die meisten ja sowieso nur auf normale T-Shirts hochgeladen. Und da war das wirklich so, wenn du da irgendwie ein T2000, T4000er Account warst, du hast du wirklich 2000 T-Shirts hochgeladen, also so wie heute quasi Designs. Und das war damals extrem viel. Und da hast du quasi mit einem T4000er Account schon massiv viel Geld verdienen können, weil da die Konkurrenz auch noch nicht so groß war. Und wenn du da durchgestartet bist, da hast du quasi super davon leben können. Da hat es wirklich Accounts gegeben, die sich dumm und dämlich verdient haben mit einem T4000er Account. Und heute ist T4000 eigentlich so gut wie nichts mehr wert. Du's früher machen konntest. Obwohl natürlich gibt es genug, die mit weniger Designs auch sehr viel Geld verdienen. Braucht man nicht reden drüber. Von dem her haben wir hier eine große Diskrepanz von früher zu heute, was heute alles viel besser ist. Mehr Marktplätze, mehr Produkte, ein größerer Amazon-Marktplatz, also ein größerer Amazon-Markt, viel mehr Kunden als früher. Und dann natürlich können wir noch viel mehr Produkte und Marktplätze bespielen, weil wir einfach den Tier-Level-Change hatten, dass man jetzt 2000 Designs hochladen darf im Tier 2000 und eben nicht 2000 Produkte. Von dem her ein ganz, ganz großes Plus für die heutige Zeit, was Merch bei Amazon betrifft, im Vergleich zur früheren Zeit. Natürlich gibt es da aber auch Nachteile. Denn wenn wir jetzt einfach mal eine Nische anschauen, ich habe jetzt mal die Hundenische rausgesucht, dann haben wir hier aktuell 73.000 Produkte in der Hundenische allein auf dem amerikanischen Marktplatz online. Und das war früher natürlich anders. Heute ist es vergleichsweise schwierig, in der Hundenische wirklich noch Verkäufe zu machen, einfach weil die große
Vielfalt an Produkten, an Designs schon auf dem Marktplatz ist. Viele davon haben sich schon sehr gut verkauft. Aus dem Grund auch schwierig, dass man da jetzt auch ein neues Design findet, was sich gut verkaufen kann und dass man das dann auch wirklich in den Algorithmus pushen kann und hier gute Verkäufe macht. Das heißt, die Nischengröße ist auf jeden Fall ein Thema. Früher war es einfach so, natürlich hatten wir weniger Käufer, hatten wir auch weniger Verkäufer, weil das ganze Programm auch noch ziemlich neu war und dann konnte man eben diese ganzen neuen... Überall nur Disney oder Artist Unknown. Wahnsinn. In Sachen hochladen, die einfachen Sprüche, die einem wahrscheinlich eher einfach einfallen, konnte man eben hochladen und hat damit dann auch noch richtig gute Verkäufe gemacht. Ich sortiere das jetzt hier mal nach dem Bestseller-Rank. Der liegt jetzt hier bei 680.000 bei diesem Produkt. Natürlich gibt es Hunde-Shirts, die sich noch viel, viel besser verkaufen. Das ist jetzt aus 2021, hier eins aus 2017, hier eins aus 2018, eins aus 2017. Das heißt, wir sehen auch schon auf den Marktplätzen, dass wir noch viele Produkte haben, die relativ gut gerankt sind, die von weit, weit früher kommen. Das heißt 2017, 2018 irgendwo her. Und wir sehen auch noch wirklich viele Bestseller, die irgendwo aus diesem Zeitraum kommen. Denn wir sagen natürlich auch, je länger ein Produkt bei Merch bei Amazon Online ist, desto besser könnte es sich tendenziell verkaufen. Das heißt, wir sehen auch einfach noch Designs, wie jetzt zum Beispiel das hier, was nicht unbedingt wirklich gut designt ist, aber was einfach viele Verkäufe hat, was viele Reviews hat, jetzt hier 11 Reviews als Beispiel. Und deshalb, weil es sich schon so in den Algorithmus gefressen hat, hat es sich schon wirklich gut verkauft. Von dem her war es früher auf jeden Fall einfacher, Designideen zu finden und diese dann hochzuladen, einfach weil es weniger Sachen online gab. Die Research war einfacher. Von dem her hatte ich hier deutlich schneller Designideen, deutlich schneller Designs und konnte diese dann auf den Marktplatz bringen. Daher kommt dann wahrscheinlich auch immer wieder die Thematik, jeder Scheiß verkauft sich. Das war früher wahrscheinlich auch so, einfach weil die Auswahl an Produkten noch nicht so groß war, konnte man, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Aaron von Homo Economicus, dieses Zwiebeldesign, was oft genommen wird, wo er einfach eine Zwiebel auf ein Shirt packt, das hochlädt und das Ganze verkauft sich. Das war früher einfach so, weil kaum Produkte oder kaum Konkurrenz eben online war und dadurch sich das Ganze auch relativ gut verkauft hat. Heute ist es nicht mehr so. Wir sehen es hier an der Hundenische. 73.000 Produkte. Du kannst aber heute auch noch immer mit einem sehr simplen Design Glück haben in der richtigen Nische, in einer kleinen Nische. Und das kann abgehen. Also es muss jetzt nicht zwingend so sein, dass das heute nicht mehr funktioniert. Und diese 73.000 Produkte, das ist das, das Amazon quasi anzeigt. Aber unter Dog gibt es, glaube ich, das Hundertfache. Wenn nicht sogar noch mehr an Produkten online. Musst du erstmal einen Spruch finden, ein Design finden, was so heraussticht, dass du dich wirklich im Algorithmus nach vorne pushen kannst. Oder du musst eben über die Werbung hingehen und sagen, ich bewerbe das Ganze so krass, dass ich es irgendwie nach vorne bekomme und ich irgendwie versuche, hier im Algorithmus zu landen und dann eben darüber meine Verkäufe machen kann. Bei der Werbung sind wir aber schon beim nächsten Thema. Früher hatten viel weniger Leute die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Heute ist es irgendwo ab Tier 500. Oder gar keine Möglichkeit, Werbung zu schalten. 100 möglich, Werbung zu schalten, was natürlich nochmal ein riesen Gamechanger ist, wenn du deine Sachen auch bewerben kannst. Wenn du weißt, wie du es machen musst, welche Keywords du brauchst und so weiter, kannst du damit auf jeden Fall schon einen guten Boost auf deine Merch bei Amazon Produkte bekommen. Das auf jeden Fall auch ein großes Thema. Gehen wir dann aber nochmal auf die Bestseller ein. Was wir hier jetzt sehen, das sind jetzt nicht unbedingt Bestseller, aber so aus 2017 ein Design, was ein Bestseller-Rank von 714.000 hat, ist auf jeden Fall schon wirklich ordentlich. Das wird sich schon einige Male im Monat verkaufen. Was wir hier jetzt allerdings vergessen, auch 2017, 2018 wurden schon einige Shirts hochgeladen. Die ganzen Shirts, die jetzt hier noch auf dem Marktplatz sind, welche wir sehen, welche sich gut verkaufen, sind auf jeden Fall auch die Ausnahme. Was man 2017, 2018 hochgeladen hat und sich damals vielleicht nur ein- bis zweimal im Monat, wobei das schon gut ist, vielleicht nur drei, vier, fünfmal im Jahr verkauft hat, das wirst du heute auf dem Amazon-Marktplatz nicht mehr finden. Das wirst du heute nicht mehr verkaufen. Einfach, weil damals die Designqualität noch nicht so hoch war, wie sie heute ist. Von dem her, wenn du damals ein Design hochgeladen hast, mit einem vielleicht nicht besten Vektor, mit einem richtig... ja, ich sag mal vielleicht mit einem schlechten Font, mit einer schlechten Schriftart und so weiter, dann wirst du irgendwann das Problem gehabt haben, dass neue Leute auf den Marktplatz gekommen sind, neue Leute
bessere Designs gemacht haben und damit dein Design abgelöst haben. Das heißt, was wir jetzt noch sehen auf dem Marktplatz von 2017, 2018, sind meistens wirklich nur die Bestseller, die sich dort gehalten haben. Alles andere, was sich durchschnittlich verkauft hat, vielleicht unter Durchschnitt verkauft hat, wurde mit einer großen Wahrscheinlichkeit einfach aus dem Markt rausgewaschen, weil neue Leute dazugekommen sind, neue Leute das gleiche Design verbessert haben. Das war früher auch eine wirkliche Methodik, die sehr gut funktioniert hat, dass man ein Design genommen hat, gesehen hat, okay, das ist vielleicht nicht perfekt, ich mache das gleiche nochmal, aber in einer anderen Art, mit einem anderen Vektor, mit einer anderen Schriftart, lade es dann hoch und verkaufe es dann wahrscheinlich besser. Das heißt, alles, was früher jeder Scheiß verkauft sich in Anführungszeichen so schlecht war und sich trotzdem verkauft hat, wird sich heute tendenziell nicht mehr verkaufen. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber das war früher einfach so, dass man es so einfach machen konnte, heute nicht mehr. Und deshalb haben die Leute, die das früher gemacht haben, auch nicht mehr so den Vorteil, dass sie eben die einfachen Designs von damals immer noch verkaufen. Nein, auch diese mussten sich jetzt anpassen, mussten bessere Designs machen, um wieder im Marktplatz zu verkaufen. Aber sag niemals nie. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erst ein T-Shirt verkauft, das ich 2018 hochgeladen habe, hat sich niemals verkauft und jetzt plötzlich das erste Mal. War auch ein grottenschlechtes Design, aber aufgrund dieser Lottery-Campaigns ist es irgendwo plötzlich dann wieder aufgeschienen und hat sich verkauft. Von dem her, ja, wir haben da... Aber es wird sicher kein Seller werden. Also ob sich das noch ein zweites Mal verkauft, keine Ahnung. Aber es kann sich alles irgendwann einmal verkaufen. Vorteil in der früheren Sicht, dass man viel mehr Sachen machen konnte, viel einfacher Sachen machen konnte, es sich einfacher verkauft hat. Und heute haben wir eben die Problematik, dass die Nischen viel größer sind. Das ist der größte Punkt, wo früher besser war, wo heute eben schwieriger ist. Dafür haben wir einen viel größeren Marktplatz, haben viel unterschiedlichere, kleinere Nischen, wo man früher wahrscheinlich gar nicht reingehen konnte, weil es viel zu wenig Interesse gab, wo es heute auch Interesse gibt. Wir haben Nischen gesehen, die deutlich gewachsen sind. Wo das und was man auf keinen Fall vergessen darf, früher hat, also 2017, ich weiß nicht, ob das 2018 auch noch war, haben sich Designs, die sich nach 90 Tagen nicht verkauft haben, wurden gelöscht. Man hat sie dann wieder neu hochladen können, das schon, aber nach 90 Tagen kein Sale, war's weg. Ja, natürlich bist du dann, wie er jetzt gerade gesagt hat, nicht in kleine Nischen gegangen, sondern du musstest ja dein Zeug so schnell als möglich verkaufen. Vor allem, wenn du jemand außerhalb der USA warst, weil du ja nicht die Möglichkeit gehabt hast, dir das selbst zu kaufen. Wenn du aber gewusst hast, okay, das ist eine kleine Nische, die wird sich wahrscheinlich nicht sehr schnell verkaufen, aber hat auf jeden Fall Potenzial. War 2018 noch so, schreibt Ron. Okay, danke. Dann hast du dir das einfach selbst gekauft und hast gewusst, okay, das fliegt nicht mehr raus, aber es hat Potenzial. Und bei uns war es halt so, okay, du musstest wirklich etwas machen, was sich hundertprozentig in den nächsten 90 Tagen verkauft. Das Interesse hochgegangen ist im Vergleich zu früher beispielsweise. Und dann ist es halt einmal auf 180 Tage gegangen, da hat man dann schon mehr experimentieren können und wie es dann auf das Doppelte gegangen ist, ich glaube dann war es eher mal ein Jahr ganz kurz, dann war es sowieso egal und jetzt ist, ja, jetzt löscht, wird sowieso nichts mehr gelöscht, jetzt kannst du quasi alles hochladen und wenn es in 3 Jahren verkauft, verkauft es sich erst in 3 Jahren, auch egal. Kryptowährung oder so, wo man einfach jetzt auch wieder viel mehr verkaufen kann, von dem her, ja, früher war das besser, aber wir haben heute hier eben auch nochmal andere Möglichkeiten und wir sehen auf dem Marktplatz nur die Bestseller von damals, die sich wirklich gut verkauft haben, alles, was sich durchschnittlich verkauft hat, ist schon aus dem Markt rausgewaschen worden. So viel auf jeden Fall zu den Verkäufen. Das heißt, die Verkäufe waren natürlich ein großer Punkt. Sehe ich auf jeden Fall auch so, dass es früher einfacher war, heute ein bisschen schwieriger ist, gerade was die Designideen und so betrifft. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, was hat man denn überhaupt, um solche Designs zu machen? Wenn ich mir das Design hier von 2017 angucke, dann war oder ist das ein richtiger Hund, also ein echter Hund, den man wahrscheinlich fotografiert hat, den man irgendwie ausgeschnitten hat. Und dann ein bisschen... Ich glaube eher, dass es eine Grafik von Pixar-Babys. ...hoch drüber gepackt, der jetzt nicht unbedingt gut ist, wo man auch nicht unbedingt sieht, gut sieht. Und von dem her, ja, war das wahrscheinlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit, das Design hier zu machen. Hier haben wir heute einen riesigen Vorteil.
Wir haben Vexis, wir haben Creative Fabrica, wir haben einfach Tools oder Plattformen, die uns ganz einfach Vektoren liefern. Also wenn ich hier jetzt mal Dog eingebe, einfach nur aus Spaß, dann seht ihr schon, was für krasse Vektoren wir hier teilweise haben. Das hier, das ist das Gleiche, aber fast das Gleiche, sieht richtig gut aus. Wir haben andere Vektoren zu Hunden. Wir haben unzählige Seiten wahrscheinlich, hier 71 Seiten an Hundevektoren, wo wir irgendwas mit Hunden machen können. Wir haben jetzt auch spezielle Designer, die sich erst im Laufe der Jahre auf T-Shirt-Design spezialisiert haben, weil natürlich auch die Leute gemerkt haben, gerade über onlineshops.bh, dass das Ganze funktioniert, dass das Ganze gefragt ist. Auch das war früher schwieriger, wo man selber Sachen machen musste. Man hatte keine Vektoren, man hatte keine Schriftarten, wie wir sie vor allem auch bei Creative Fabrica finden. Von dem her, der Designer-Prozess, also der Prozess vom Design zu erstellen, war früher natürlich deutlich, deutlich schwieriger, als er heute ist. Sehen wir dann natürlich auch eine Designqualität, die früher vorgeherrscht hat, haben wir heute einfach ein ganz, ganz anderes Level. Und gerade auch bei den Vektoren über Wechsel, wo dann wirklich auch günstig man an solche Sachen kommt, war früher einfach viel schwieriger, das Ganze so zu machen, wie wir es heute machen können. Von dem her hier auch ein großer Pluspunkt für heute. Wir haben Vektoren, wir haben Schriftarten, die wir verwenden können, ohne Markenrechtsverletzungen zu begehen, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen bei Abmahnungen. Haben wir hier richtig coole Sachen, wo man wirklich starke Designs damit erstellen kann. Sowas hier, das sind so coole Sachen, wo man früher, also ich glaube, früher hättest du dafür vielleicht $20 bezahlt, wenn das jemand dir so machen sollte und noch mehr. Du hast Einhornvektoren, du hast Hunde, die einen Dab machen, Hunde, die was anderes machen, keine Ahnung. Du hast wirklich für jeden, oder Hunde zu Weihnachten und so weiter, du hast für jeden Anlass einen Vektor, den du heute verwenden kannst, was früher eben so in der Masse auf jeden Fall nicht möglich war. Dazu kommt dann auch noch, wir haben andere Tools, die man heute einfach, ja, einfach verwenden kann für einen wirklich geringen Beitrag, die einem das Leben so stark vereinfachen. Zum Beispiel die Research, My Research Base, sowas gab es früher auch nicht. Da musstest du auf den Amazon Marktplatz gehen, irgendwie dich durchscrollen und hoffen, dass du was findest, was sich nicht verkauft, aber was sich verkauft hat, was sich vielleicht nicht verkauft hat. Nischen, die funktionieren. Heute haben wir das Ganze in so ausführlichen Tools schon widerlegt. Beim Merch Report, bei My Research Base, über den Produkter, wo wir sehen, wie groß ist die Nische. Was ist der durchschnittliche Preis? Was ist der durchschnittliche Sales Rank? Und so weiter. Wir sehen, wie gut verkauft sich ein Shirt, wie schlecht verkauft sich ein Shirt vielleicht auch. Was für Keywords müssen wir verwenden? All das, was war früher auch nicht möglich. Da hat man einfach irgendwie ein Listing geschrieben. Auch das hat sich komplett verändert. Man hat irgendwie Research gemacht und musste hoffen, dass man irgendwie... Ich habe es ja schon so oft erzählt. Ich habe am Anfang das gar nicht gecheckt, wie ich ein Listing schreiben soll. Was wollen die von mir? Was soll ich da reinschreiben? Keine Ahnung. Was heißt Bullet 1, Bullet 2? Keine Ahnung. Ja, da hat niemand ein Video drüber gemacht oder sonst irgendwas. Du hast irgendwas probiert und das war ganz frech, was man da alles gemacht hat. Und ja, er hat vollkommen recht. Natürlich, die Tools sind heute, du hast alles. Sowas Ähnliches wie Merch Ninja oder Flying Research, da hat es früher dann irgendwann einmal bei Amazon gegeben. Das hat im Monat über $100 gekostet oder noch mehr. Das war Wahnsinn. Ja. Aber da warst du halt dann der King, weil das hat damals nicht jeder gehabt. Über einen Verkauf macht. Von dem her, ja, es war besser oder einfacher zu verkaufen, aber an die Daten zu kommen, was verkauft sich überhaupt und welche Keywords muss ich verwenden, das war viel schwieriger. Von dem her sehe ich auch hier einen großen Pluspunkt für heute. Wir haben Tools, die uns vieles erleichtern, was Listings betrifft, was Research betrifft und so weiter. Und wir haben natürlich auch Tools, die uns das Hochladen deutlich vereinfachen. Beispiel Lazy Merch nutze ich auch selber. Rabattcode in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze auch haben wollt. Früher musste man eben, keine Ahnung, wenn man hier 10.000 war, seine 10.000 Designs selber hochladen oder seine 10.000 Produkte. Und ja, mach das mal. Also 10.000 Produkte hochladen, da bist du eine Weile beschäftigt. Ich habe selbst teilweise früher noch bei Spreadshirt und so selbst meine Sachen hochgeladen, auch bei Merch bei Amazon. Da konntest du einen ganzen Tag damit verbringen, bis du deine Shirts auf Amazon hattest, auf Spreadshirt. Aber es hat irgendwie was Meditatives gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Du bist da wirklich dann am Abend da gesessen, hast nebenbei vielleicht Videos gesehen, hast Musik gehört oder sonst irgendwas und hast da hochgeladen, auf Spreadshirt deine Designs großgezogen, platziert, hast bei Merch bei Amazon quasi
deine Sachen hochgeladen und die Listings geschrieben und nebenbei irgendwas anderes gemacht. Das machst du ja heute nicht mehr. Also es hat schon was Meditatives gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Snapchat hattest, auf Redbubble hattest und auf TeePublic hattest, da ging schon wirklich viel Zeit verloren und auch viel Hirnschmalz, sage ich mal, weil es einfach eine stupide Arbeit ist, wo du immer wieder das Gleiche machen musst. Wenn du am Tag, was, eine 5 oder 10 Designs von deinem Designer bekommen hast, du bist aus der Arbeit nicht mehr rausgekommen, weil wenn du dann am einen Tag nicht wirklich dazugekommen bist, hast du am nächsten Tag dann plötzlich 20 zu machen gehabt und das war wirklich schmerzvoll. Irgendwann müde und so weiter, von dem her auch das ein großer Pluspunkt für heute, dass wir eben auch solche Tools haben, wo wir automatisch Sachen hochladen können. Von dem her sehe ich heute schon wirklich viele Pluspunkte. Die Tools, Upload-Tools, Research-Tools und so weiter, die Vektoren-Plattformen, wo wir heute einfach jegliche Möglichkeiten haben, die Designer, die wir uns über onlineshops.ch, über Fiverr, über Upwork holen können, die auch schon wirklich aufs T-Shirt-Business spezialisiert sind. Das heißt, wir haben jetzt einfach auch viel mehr Wissen in dem Business, was man umsetzen muss, was man nicht umsetzen sollte. Und dann natürlich haben wir aber auch noch einen großen Nachteil. Heute sind die Nischen überfüllt. Es ist wirklich schwieriger, Sachen zu verkaufen. Dafür aber, wie gesagt, wusstest du da früher überhaupt nicht so wirklich, was verkauft sich. Du musst es viel mehr ausprobieren, auch bei den Listings viel mehr ausprobieren. Wobei wir heute eigentlich wissen, es verkauft sich ziemlich einfach. Und dann natürlich noch die Tier-Level-Thematik, die Werbungsthematik. Heute kann einfach jeder, oder nahezu jeder, Werbung schalten. Und das Tier-Level sagt nicht mehr aus, wie viele Produkte du hochladen darfst, sondern wie viele Designs. Von dem her sehe ich sehr viele Pluspunkte auf dem heutigen Punkt, auf der heutigen Zeit. Und aus dem Grund sage ich auch ganz klar, es geht nichts mehr, es lohnt sich nicht mehr, ist einfach, also ist viel zu einfach gesagt. Weil du hast heute ganz andere Möglichkeiten, du hast viel mehr Produkte, auf die du dich spezialisieren kannst, du hast viel mehr Marktplätze, auf die du dich spezialisieren kannst, du hast viel mehr Möglichkeiten, was Tools betrifft, was Datenanalyse betrifft, was Vektoren betrifft. Du musst es einfach nur machen. Und deshalb auch ganz klar, hier wieder der Punkt, die beste Zeit anzufangen, ist einfach immer heute. Wenn du jetzt anfängst, ist es besser, als wenn du in 6 Monaten anfängst. Auch in einem Jahr wird die Frage wieder kommen, lohnt sich das Ganze noch? War früher alles besser? Macht es heute noch Sinn? Und ich denke, es ist schon klar geworden, was meine Antwort ist. Und ich glaube auch, dass in einem Jahr oder in 2 Jahren die Antwort wieder die gleiche sein wird. Ja, es lohnt sich noch. Ja, es wird in 2 Jahren wieder eine bessere Situation sein wie heute, weil wir wieder ganz andere Vektoren haben, wieder ganz andere Tools. Jetzt kommen ja auch Tools, die automatisch Designs erstellen können. Auch das kann eine Chance für uns sein. Es kann auch eine Gefahr für uns sein. Wir wissen es nicht, aber ich bin extrem positiv, dass es sich jetzt noch lohnt, dass es sich lohnt anzufangen, dass es sich lohnt weiterzumachen und man das Ganze auf jeden Fall betreiben sollte. Zum Abschluss auch nochmal ein Thema zu den Tier-Ups. Ja, wir haben gerade die Thematik, dass es schwieriger ist, an den MBA-Account ranzukommen und dass es schwieriger ist, aus dem Tier 10 oder Tier 25 ein Tier-Level-Update zu bekommen. Also dass man wirklich von Tier 10 in Tier 100 oder von Tier 10 in Tier 25 hochgestuft wird, ist einfach aktuell ein bisschen die Ausnahme. Aber auch hier, früher hat man teilweise auch, ihr könnt nochmal die alten Videos von Homo Economicus angucken, hat man teilweise auch 6 Monate auf ein Tier-Up gewartet oder man musste auch auf eine Antwort von der Amazon-Bewerbung teilweise 6 Monate warten. Du wartest 6 Monate, bis die Bewerbung angeschaut wird und dann wird sie abgelehnt, dann darfst du dich nochmal bewerben. Heute bekommt man innerhalb von 2 bis 3 Wochen eine Antwort. Klar ist die oftmals eine Ablehnung, aber du kannst auch einen MBA-Account kaufen, was früher nicht ging. Du hast heute viel mehr Möglichkeiten, weshalb ich ganz klar der Meinung bin, heute ist immer noch ein guter Zeitpunkt anzufangen. Heute haben wir so viele Möglichkeiten, gerade für die, die schon dabei sind. Mach das Ganze weiter. Du hast so viel mehr Möglichkeiten, als du früher hattest. Von dem her, ich bin extrem bullish. Ich sage ganz klar, ja, es lohnt sich noch. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, du hast einen Schuss. Früher war wirklich alles besser. Heute ist wirklich alles schlechter. Schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch. Ansonsten, lass gerne einen Daumen nach oben. Ja, gut, ich würde sagen, war ein nettes Video. Mein Fazit ist, ich glaube, dass es heute einfacher ist zu starten, durch die ganzen Tools, durch die ganzen Möglichkeiten, durch die ganzen Videos etc. Aber ich glaube, dass es
heute schwieriger ist, wirklich groß zu wachsen. Da ist einfach der Konkurrenzdruck viel größer. Damals war es schwieriger zu starten, sich das Ganze anzueignen, anzufangen. Aber wenn du es einmal draußen gehabt hast, hast du sicher dann leichter durchstarten können. Das ist heute durch die Konkurrenz schwieriger. Und du wirst natürlich schneller kopiert und. Das ist mein persönliches Fazit dazu.